Hallo und herzlich willkommen hier bei DM Toys. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Produktpräsentation. Und zwar heute von der Firma Jägerndorfer. Es ist eine Neuheit und zwar das Schweizer Krokodil. Einmal in braun und einmal in grün. Das möchten wir euch heute etwas näher bringen und euch auch ein wenig zum großen Vorbild erzählen. Grober Ablauf des Videos, gleich erst einmal, wie gesagt, zum großen Vorbild, ein, zwei Informationen. Dann schauen wir uns das Modell an, wobei sich hier der Unterschied wirklich reinweg nur in der Lackierung befindet. Das heißt, technisch und auch was die Technik dahinter angeht, sind die beiden Loks komplett gleich. Deswegen werden wir im Prinzip sie halt nur einmal behandeln, also sprich das Modell. Dann werden wir in die freie Wildbahn gehen, schauen uns die Fahreigenschaften der Loks an und natürlich auch deren Sounds, denn es handelt sich hier um beide Soundvarianten. Und dann zum Schluss natürlich mein Schlusswort. Also verlieren wir keine Zeit und legen los mit dem großen Vorbild. Hier möchte ich zwei Themen behandeln, und zwar die Entstehung der Lok und wie sie dann letztendlich auch bei der SBB eingesetzt wurde und zum anderen die Namensgebung für diese Lok, denn diese Lok hat den Spitznamen Krokodil. Woher kommt er? Was hat er zu bedeuten? Das also gleich. Beginnen wir also mit der Vorgeschichte. Die Lok, die wir hier haben, hat bei der SBB die Bezeichnung CE68, die zweite, das heißt die zweite Serie. Es ist eine Elektrolok, an den Stromabnehmern klar zu erkennen, die überwiegend bei der SBB auf der Gotthardbahn zum Einsatz kam und bis in die 80er sogar noch im Betrieb war. Es wurden 33 Stück davon produziert und nach dem Haupteinsatzgebiet auf der Gotthardbahn wurde sie nach und nach dann halt auch teilweise in anderen Regionen der Schweiz eingesetzt und es kam sogar teilweise auch dazu, dass sie zum Rangierdienst eingesetzt wurde. Bis heute haben lediglich 7 dieser Loks überlebt. Sie sind relativ weit verstreut, teilweise auch sogar noch im betriebsfähigen Zustand, aber dazu gleich erstmal mehr. Ein paar grobe Eckdaten dieser Lok. Wir haben hier die Nummerierungen 14251 bis 14283 bzw. 14266 und 14285. Später durch den Umbau wurden die Nummerierung dann geändert. Dann kamen die Nummerierungen 13251 bis 13265. Insgesamt 33 Loks wurden gebaut. Umgebaut wurden immerhin 13 Lokomotiven. Die Baujahre waren 1919 bis 1922. Der Umbau einiger Maschinen begann dann ab 1941. Die Ausmusterung einzelner Maschinen begann leider dann schon 1968 bis 1986. Da wurden dann die letzten Loks dann aus dem aktiven Dienst der SBB genommen. Wir haben hier eine Länge über Puffer von 19,4 bzw. 19,46 Metern. Eine Dienstmasse von sage und schreibe 128 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Später durch den Umbau dann 75 km/h. Am 30. Juni 1917 hat die SBB 4 Probelokomotiven zur Bestellung ausgeschrieben. Dummerweise kam es nie dazu. Zur anderen Seite lief die Elektrifizierung der Gotthardbahn, die sollte 1920 fertig werden. Dummerweise waren sehr viele Aktivisten, die daran beteiligt waren, dann in den Ersten Weltkrieg verwickelt. Zudem kam dann auch noch der Generalstreik in der Schweiz. Das alles führte dazu, dass die SBB sich ungefähr im Frühling 1918, circa 10 Monate vor der Auslieferung der Probelokomotiven, sich dazu entschlossen hatte, neben den normalen Gebirgsreisezuglokomotiven dann diese schweren Gebirgsgüterlokomotiven des Typs CE68 zu bestellen. Und zwar die 14251 bis 14260 mit der Achsfolge 1CC1. Was bedeutet das? 1CC1 bedeutet nichts anderes, dass wir vorne eine Vorlaufachse haben. Dann haben wir ein dreiachsiges Triebwerk. Dann kommt wieder ein dreiachsiges Triebwerk und ganz hinten kommt nochmal eine Laufachse. Daher diese Bezeichnung. Nach der Ablieferung der Lokomotiven im Jahre 1919 befuhren diese Lokomotiven fortan die Strecke Bern-Thun-Spiez, da dies die einzige zur damaligen Zeit elektrifizierte Strecke der Schweiz war. Damals auch noch
unter nur 7500 Volt statt der üblichen 15.000 Volt, da die Verschmutzung durch Dampflokomotiven an den Isolatoren und Fahrdraht keine höhere Spannung zuließen. Mit der Elektrifizierung der kompletten Gotthardstrecke um 1920 wurden dann fortan alle Krokodile nur speziell auf dieser Strecke eingesetzt und lösten die damaligen Dampflokomotiven C56 ab. Diese waren leider auch zur damaligen Zeit erst 5 bis 6 Jahre dort im Einsatz, also konnten wirklich nicht lange dort zum Einsatz kommen. Die Krokodile wurden in der Schweiz auch nur ausschließlich für den Güterzugdienst eingesetzt. Ab 1941 wurden die Maschinen dann umfassend umgebaut und in diesem Zusammenhang konnte man auch tatsächlich dann die Höchstgeschwindigkeit von damals nur 65 km/h auf 75 km/h erhöhen und man hat demzufolge dann auch die Nummerierung dieser Loks geändert, denn diese Loks wurden dann fortan als BE68-2 bezeichnet und bekamen dann die 13.000er Nummerierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen der AE66 wurden die Krokodile dann auch nach und nach von der Gotthardstrecke runtergenommen und wurden fortan auch im Flachland eingesetzt. Die Krokodile selbst waren bis in die 70er, 80er Jahre dann fortan vor Kieszügen, Zuckerrübenzügen wie auch im Rangierdienst tätig. Letztere wurden auch speziell umgebaut für den Rangierdienst, zum Beispiel im Bahnhof Basel oder in den Rheinhäfen. Diese Lokomotiven waren dann auch tatsächlich noch bis 1986 im Einsatz. Andere Maschinen, denen ereilte leider ein anderes Schicksal, denn ab 1968 wurden dann nach und nach einzelne Maschinen angefangen auszumustern und dann auch teilweise zu verschrotten. Lediglich 7 Lokomotiven haben bis heute es überlebt und sind teilweise auch noch einsatzfähig. Von den 7 teilweise noch lauffähigen Krokodilen sind 2 in der braunen Lackierung und 5 in der grünen. Unter anderem sind sie bei SBB anzutreffen, beim Verkehrshaus Luzern, im Südbahnmuseum in Mürzzuschlag, im Technikmuseum Speyer. Dann haben wir beim Club del San Gottardo eine betriebsfähige Aufarbeitung geplant. Das ist dort eine grüne und im Auto Technikmuseum Sinsheim steht ebenfalls eine. Und die 14270 bis zum 15. Januar 2013 in Erstfeld als Freilichtdenkmal. Diese Lok soll nach Zürich Earlycon verbracht werden und unter Dach aufgestellt werden. Also ihr seht, es werden tatsächlich noch einige Unternehmungen für diese Lok dann auch tatsächlich noch unternommen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Geschichte. Jetzt schauen wir uns mal an, woher der Name Krokodil kommt. Die ersten Nachweise für diesen Spitznamen Krokodil beziehen sich tatsächlich auf Märklin-Modelle. Ja, es ist wirklich das kleine Modell, was für die Namensgebung verantwortlich ist und nicht das große Vorbild. Märklin hat nämlich damals diese schwere Gebirgsgüterlokomotive CE682 nachgebaut in Spur 0 und in Spur 1 und hat dann selber festgestellt, wie dann auch nachher die Käufer, dass das Krokodil bzw. die Lok sich wirklich wie ein Krokodil durch die weichen Straßen dann schlängelt und es ist grün und daher kam der Spitzname Krokodil. Und der erstmalige, wirkliche, gedruckte Beweis für diesen Namen war im Märklin-Katalog 1933 bzw. 1934. Da kam nämlich zum allerersten Mal für diese Lok der Spitzname Krokodil auf. Und so war es dann nicht verwunderlich, dass dieser Begriff Krokodil sich dann auch irgendwann auf das große Vorbild dann auch überträgt. Und somit haben wir das, was wir heute haben, dass diese Lokomotiven von diesem Typ halt alle als Krokodil bekannt sind. Dieser Typ von Lok, der Krokodil genannt wird, den gibt es nicht nur in der Schweiz. Nein, es gibt ihn in Österreich, es gibt sie in Schweiz, es gibt ein rätisches Modell, es gibt ein Seetal-Krokodil, es gibt ein französisches Krokodil. Auch andere Varianten sind möglich, nämlich das Bernina, das BVZ, das preußische GE511, das baskische Krokodil und das fand ich sehr interessant. Es gibt sogar ein indisches Krokodil. Also ihr seht, dieser Begriff ist weltweit jetzt mittlerweile ein Begriff. So viel also erst einmal zum großen Vorbild und dessen sehr originellen Namen. Jetzt schauen wir uns unsere kleinen Modelle hier ein wenig näher an.
Wie am Anfang schon gesagt, es handelt sich hier um eine Neuheit der Firma Jägerndorfer. Es ist das Modell der Schweizerischen Bundesbahn, das Krokodil CE68-2, einmal in der grünen Farbgebung und einmal in der braunen Farbgebung. Das Modell gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen, und zwar einmal analog und einmal digital mit Sound. Wir haben jetzt hier die Soundvarianten, und zwar ist es hier bei dem grünen Modell einmal die Artikelnummer 62122, digital mit Sound. Die Analogversion dazu wäre die Artikelnummer 62120. Und bei der braunen Farbvariante haben wir hier die Digital Sound Version mit der Artikelnummer 62112. Die Analogversion dazu wäre die 62110. Was ist dabei? Logischerweise die Lok, dann ein recht übersichtlicher Zurüstbeutel, der besteht aus Bremsschläuchen, die man dann jeweils an den Enden der Lok montieren kann. Es ist ein kleines Begleitblättchen dabei, was auch nochmal über die einzelnen Sounds dieser Lok informiert und auch uns nochmal informiert, dass es sich hier um ein Cimo Sound Decoder handelt und dann hier unten, wie gesagt, jeweils die einzelnen Sounds, die F0 bis F13 Belegung. Dann haben wir hier ein normales Begleitblättchen. Heftchen, was einmal darin besteht, wo wir auch nochmal erkennen, wie wir das Gehäuse öffnen können. Dann haben wir auf der rechten Seite die einzelnen Ersatzteile und hier auf der Rückseite auch nochmal die Ersatzteile für den Innenraum, sprich Motor, Platinen, Schrauben etc. Also alles hier dann in den Ersatzlisten abrufbar und kann man sich dann logischerweise jederzeit bei Jägerndorfer nachbestellen. Was haben wir bei der Technik? Wir haben alle Achsen angetrieben, beziehungsweise die inneren Achsen. Jeweils die ersten Achsen sind reine Laufachsen, die sind nicht angetrieben. Die sechs Achsen in der Mitte sind alle angetrieben. Wir haben Lichtwechsel auf beiden Seiten weiß-weiß. Wir haben einen fünfpoligen Motor. Wir haben eine Decoder-Schnittstelle NEM651, das ist die sechspolige Next-Schnittstelle. Wir haben ein NEM-Kupplungsnormschacht, wir haben eine Lok der Epoche 3 bis 4 und wir haben einen Sound-Decoder an Bord direkt mit verbaut. Ja, da würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und schauen uns die Fahreigenschaften wie auch die Sounds der Loks einmal genauer an und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Viel Spaß!
Ja, meine Freunde, das waren also unsere zwei Krokodile der Firma Jägerndorfer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sollten euch diese Loks jetzt zusagen, könnt ihr euch diese gerne auch zulegen. Einfach bei uns in den Webshop gehen bei DM Toys und euch dann diese Loks in den Warenkorb legen. Der Versand läuft bei uns. Trotz der momentanen Krise werden die Loks und Artikel so schnell wie möglich von unseren Mitarbeitern vor Ort verpackt und dann natürlich auch auf den Weg zu euch geschickt. Das nochmal als Randinformation. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen zu unseren Krokodilen hier auf sein, könnt ihr gerne hier einmal unten die Kommentarfunktion nutzen oder uns auch direkt eine E-Mail schreiben. Wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von mir. Bleibt gesund, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.